Wildcard veröffentlicht immer mal wieder neue Infos zu Arc Genesis Part 2 und genau die gucken wir uns jetzt mal an. Moin, mein Name ist Nico der Profi und auf diesem Kanal dreht sich alles hauptsächlich rund um Arc und auch Arc Genesis Part 2 wird hier behandelt. Wenn du da also Bock drauf hast, bleib gerne mit einem Abo mit dabei. Und wir gehen direkt rein. Wir haben hier als erstes Bild das Tech Hover Sail. Also ich habe schon mal in meinem ersten Video zu Genesis Part 2 davon berichtet, dass es wohl irgendeine Art Hoverboard geben wird. Und ja, das haben wir jetzt hier eben mit dem Tech Sail, beziehungsweise mit dem Tech Hover Sail. Und es scheint so, dass es ein Duo-Gerät ist. Das heißt, wir können zusammen, zu zweit auf diesem Hover Sail herumfliegen. Ich weiß nicht, ob es auch alleine möglich sein wird, damit rumzufliegen. Und man wird wohl auch irgendwie die Möglichkeit weiterhin haben, damit irgendwie rumzutreten und ein paar coole Moves zu zeigen. Und Wildcard schreibt selbst, dass man den richtigen Rückenwind kriegen soll, damit man damit fliegen kann, beziehungsweise kann das einfach auch eine Redewendung sein. Ich glaube nicht, dass es davon abhängig sein, dass es Wind gibt, weil Wind gibt es meines Wissens nach auf Scorched Earth. Und das war's schon, also da gibt es keine anderen Maps, das wäre ein bisschen sinnlos auch, wenn das Ganze abhängig wäre von so einem Windsystem. Dementsprechend kommen wir zum zweiten Item, beziehungsweise zur zweiten neuen Sache, das ist eine Minigun. Und die sieht auch ziemlich heftig aus und ich bin auch ein bisschen gehypt darauf. Ich bin ein Minigun-Typ. Ich weiß noch, dass es bei Red Dead Redemption 1 eine Mission gab mit einer Minigun und seitdem haben mich die Miniguns auf jeden Fall bekommen. Das Ding ist, man kann das wohl auch dann hinstellen, beziehungsweise steht es wohl generell und kann den Modus eben wechseln, dass es dann ein stationäres Geschütz ist. Dann sowohl auch irgendwie die Genauigkeit eben dann höher sein, aber ihr könnt das Ding eben auch selbst benutzen, wenn ihr irgendeine Base belagern wollt und da ordentlich, ja, mal Munition reinpumpen wollt. Was ich mich hierbei frage, ist, ob man die Minigun wieder aufheben kann, ob das so ein Ding ist, okay, stellt es hin, ballerst dann damit rum, weil, ne, man stellt es ja vor einer Base halt auf, so, es ist ja nicht so, dass es die ganze Zeit stationär ist. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, ob man das Ding wieder aufheben kann. Den Nuklin habe ich auch schon im letzten Video mit erwähnt und den hat Wildcard jetzt hier nochmal mit gepostet und es ist weiterhin so, dass man mit dem Nuklin eben die Kontrolle über feindliche Kreaturen, also über wilde Kreaturen nehmen kann, über Tames, aber auch über Menschen. Und das ist halt ein riesiges Ding wahrscheinlich im PvP-Geschehen, dass man dadurch eben auch feindliche Personen steuern kann und in der Base vielleicht die Leute ein bisschen treuen kann. Das Kanu ist tatsächlich ein Ding, das hat mich sehr gewundert, dass es das geben wird. Wir haben ja bisher das Floß oder dieses, ja, Motorboot gibt es ja auch. Und das Kanu soll wohl so funktionieren, dass man das wirklich hinsetzen kann, ins Wasser aber auch wieder aufheben kann, was eigentlich ziemlich nice ist. Man wird dort dann, ja, seine Nahrung und frisch gefangenen Fisch verstauen können, so heißt es zumindest. Ich bin mal gespannt, also sieht halt cool aus, aber ich bin mal gespannt, wie nutzbar und sinnvoll das Ganze dann tatsächlich ist für uns oder ob man dann einfach auch von einem Sarko mal komplett auseinandergenommen wird. Ist ja auch so eine Frage. Es kommt ein Loadout-Mannequin ins Spiel und das finde ich sehr, sehr nice. Warum? Naja, ich bin eh ein Fan davon, dass man irgendwie so ein Rack hat, wo man seinen ganzen Stuff raufpacken kann und man sieht das dann und es ist schön sortiert. Aber so wie es jetzt hier aussieht, scheint das Ganze nochmal viel, viel besser zu sein. Wildcard selbst schreibt, dass eben jede Sekunde zählt. Man kann einen kompletten Loadout-Change damit machen, also wirklich alle Items wohl mit einem Klick dann eben austauschen. Das stelle ich mir ziemlich nice vor und ihr seht ja jetzt auch oben, dass eben verschiedene Namen drüber stehen. Wir haben hier das Defense-Kit, wir haben das Raiding-Kit, wir haben das Taming-Kit und ihr seht oben eben auch eine komplette Hotbar. Das heißt, Hotbar-Items könnt ihr eben auch damit reinpacken, das Ganze sortieren und ja, wenn ihr das eben braucht, dann könnt ihr das ganz, ganz schnell und easy wechseln. Und was nochmal geil hier dran ist, es sieht halt sehr nach Holz aus, was ja dafür sprechen würde, dass man das schon relativ früh und schnell bauen kann. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, weil es sieht nice aus und ist super praktisch. Shadowmane, übel nices Bild, einfach richtig, richtig krass und habe ich auch schon im letzten Video angesprochen. Und der Shadowmane kann eben so ganz, ganz schnelle Kettenteleportationen nacheinander ausführen. Wird natürlich dann an die Ausdauer gebunden sein. Bei Wildcard schreibt eben auch, vermutlich ist das Ding so schnell, dass man es gar nicht bemerkt und zack ist man schon tot. Wird auf jeden Fall nice sein, freue ich mich drauf, freue ich mich auch drauf, das Ganze mal auszuprobieren. Ein weiteres Item wird der Federation Crop Plot sein. Das ist also ein Beet für Beeren und Gemüse, was komplett ohne, ja, diese Gewächshauseffekte funktioniert, beziehungsweise die einfach simulieren kann. Das heißt, das Ding könnt ihr einfach unter der Erde, beziehungsweise in der Höhle auch einfach verwenden. Sieht leider ein bisschen Tech-mäßig aus. Ich vermute, dass man dafür Tech brauchen wird. Ist ja an sich halt auch ein sehr, ja, ich will nicht sagen OP ist es nicht unbedingt, aber ihr braucht halt weniger Stuff drumherum, um dann eure Beeren da anzupflanzen. Ich finde es interessant,
interessant, dass das Ding Federation Crop Plot heißt. In dem Arc Story Video bin ich auch darauf eingegangen, dass es verschiedene Parteien in dieser Arc Story gibt. Und das ist für mich irgendwie schon mal so ein bisschen Hinweis, wenn man das schon so benennt, dass dann mehr in Bezug zur Story entwickelt wird, was ja in Arc 2 dann auch eine Rolle spielen wird. Ne? Was wir jetzt nicht wissen ist, was ist diese Pflanze? Die bleibt noch unbekannt, da hat Wildcard noch nichts zu geschrieben. Mein persönliches Lieblings-Item bzw. meine persönliche Lieblingsstruktur ist dieser Egg Incubator. Jeder, der irgendwie Pokémon Go gespielt hat, wird wissen, was das ist. Da könnt ihr eure Eier drin ausbrüten. Mega nice. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann sieht es nicht nach Tech aus. Und sie schreiben selbst auch in der Beschreibung, dass es mechanisch ist. Das heißt, das wird man relativ früh bzw. hoffentlich mit relativ wenig Aufwand bekommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir die Ausmaße haben, wie von der Industrie schmelzt. Das wäre ein bisschen viel Metall, weil da passen ja jetzt auch nur 10 Eier rein. Aber es ist zum Züchten halt eben mega praktisch. Und warum ist das zum Züchten so mega praktisch? Also ihr spart euch komplett die Klimaanlage, ihr spart euch die Lagerfeuer, ihr packt da einfach alle Eier rein. Das wird ausgebrütet. Ihr seht jetzt hier auch den Fortschritt mit den Zahlen angezeigt und auch das Geschlecht. Und laut der YouTuberin Tia Aurora soll es wohl auch so sein, dass Mutationen angezeigt werden beim Ausbrüten. Ich habe da jetzt keine Informationen zu gefunden, habe ein bisschen gegoogelt, wie gesagt, nichts zu gefunden, aber das wäre absolut ein Gamechanger, wenn das Ding anzeigen würde, wenn da Mutationen bei sind. Warum? Naja, wenn wir die Bosse machen wollen, dann müssen wir Dinos mit Mutationen züchten. Und auch in den Streams werde ich häufiger mal gefragt, naja, warum machst du denn die Bosse nicht? Ja, weil mir das auf den Nerv geht, da ewig zu züchten, um dann die Bosse machen zu können. Und es ist eigentlich gar nicht mal so belohnt, die zu machen. Zumindest nicht im Singleplayer. Und wenn man angezeigt bekommen würde, ob da Mutationen drin sind oder nicht, würde das Ganze natürlich viel mehr beschleunigen und auch ein bisschen vereinfachen. Weil die Eier, die keine Mutation haben, zack, weg, direkt aussortieren, fertig ist erlangt. Das Einzige, was ich hierzu sagen muss, auch zum Loadout-Mannequin und zum Egg-Incubator, ist folgendes. Es wird DLC-Content sein. Es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass es generell ins Spiel reinkommt. Ich meine, Kryokapseln haben wir auch generell im Spiel für alle verfügbar, ohne dass man das DLC gekauft haben muss. Aber gerade der Egg-Incubator und auch das Loadout-Mannequin wären halt schon Sachen, die für jeden normalen Ark-Spieler auch ohne DLCs eben hilfreich wären. Gerade der Egg-Incubator, wenn man daran denkt, dass man die ersten Boss auf The Island machen möchte. Ja, und wenn das halt eben gekoppelt ist an das DLC Genesis, dann müsste man sich erstmal einen Charakter erstellen, rüberreisen, auf Genesis dieses Rezept lernen, um es dann eben auf The Island anwenden zu können. Ich bin gespannt, ob das einfach nur exklusiver DLC-Content bleiben wird. Wäre schade, wenn ja. Dann haben wir noch eine weitere neue Kreatur im Spiel. Der Maywing ist auf den ersten Bildern, die es gab, dazu deutlich kleiner gewesen als der. Ich meine, wenn man sich die Maße mal anschaut, locker größer als Mensch. Da ist ein Arge und ein Raptor-Baby im Sattel drin, in so einem Korb. Scheint schon ziemlich mächtig zu sein. Da hat Tia Aurora die These aufgestellt, dass es eventuell so sein wird wie mit dem Ferox, den wir in Genesis Part 1 haben. Den zähmt man ja auch quasi ganz klein und wenn man ihm dann Element gibt, glaube ich, irgendwas gibt man ihm. Und dann wird er größer. Das Ding ist, der Ferox hat keinen Sattel. Und der hat schon einen Sattel. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Maywing generell ein bisschen größer sein wird. Ansonsten müsste der Sattel ja irgendwie immer abgenommen werden oder mit ihm schrumpfen. Das halte ich eher für ein bisschen unwahrscheinlich. Aber kommen wir mal zu den Sachen, die er so kann. Der Maywing zieht euch automatisch Babys groß. Sieht man ja jetzt auch hier in den Körben am Sattel, ja, dass da die Babys mit drin sind. Jetzt kann man sich denken, gut, das kann die Nanny von S Plus auch schon, ja, aber da muss man jetzt bedenken, dass natürlich nicht alle Spieler, nicht mal alle auf dem PC, S Plus nutzen können, weil Spieler aus dem Epic Games Store, die können gar keine Mods benutzen und die Xbox und PlayStation-Spieler auch nicht. Deswegen ist das hier mal auch ein ganz nices Feature, dass das mit ins Game reinkommt, also ins Hauptgame. Natürlich dann wieder über DLC-Content, was wiederum schade ist, aber das habe ich ja eben schon erklärt. Ansonsten kann der Maywing auch Babys von fremden Spielern klauen, was auch heftig ist. Das heißt, es wird im PvP wohl nochmal interessant werden, wenn da Leute am Brüten sind und ja, also das wird eine ganz neue Ebene eventuell reinbringen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, bin ich auch mal auf die Meinung der PvP-Spieler gespannt, was sie dazu sagen. Und dann wird noch der Exomech ins Spiel kommen. Mechs kennen wir schon, sind auf Extinction dazugekommen. Jetzt hier der Exomech, was da genau der Unterschied ist, keine Ahnung. Was sie auf jeden Fall sagen ist, dass man ihn bekommt, nachdem man den ultimativen Test bestanden hat. Das heißt, wahrscheinlich, wenn man Genesis Part 2 durch hat, also den letzten Boss dann besiegt hat, dann wird man das Ding wohl freischalten können. Ja, das wird einem natürlich einen extremen Vorteil verschaffen in Kämpfen, das wird dazu geschrieben. Und man kann auch seine, ja, Base ausmodellieren bis zur Perfektion und das ganz, ganz einfach. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.